Architects abgeschlossen. Fehlen nur noch ein paar Leute im Eisblock. nördlich von Gothcorp. Sollten wir Geld verdienen? Ich sag nur, dass sie nicht so leicht zu bestechen wären, wenn man sie besser bezahlen würde. Ach ja? Echt mal, bezahlt sie besser, bezahlt alle besser. Oder müssen wir mehr Steuern zahlen? Gar nichts juckt es ihn eigentlich. Arschbombe! Nicht ganz Arschbombe. Sorry. Wir wollen nicht so enden, dass ich hier auch auf dem Kopf rumtanze, wie dem einen Kerl. Keine Ahnung, wo es war. So, 13. Kommt schon Wunderschön. klar. Danke. Ich Ja. schulde dir was. Und die letzten sind im Gothcorp-Gebäude. Büroklammer, geh weg! Ah, ständig macht die Büroklammer mir irgendwelchen Schabernack. Erst auch letztens hier in der Dishonored, The Brickmore Witches Aufnahme, wo ich im Coldridge-Gefängnis war und für die, ne, zum Öffnen der Zellblöcken-Türen. Ja, anstatt eine 5 habe ich eine 3 gelesen, dank Büroklammer. Büroklammer, wir lieben dich, sowas von. Was, Chicken hat Büroklammer? Because I'm Batman? Sicherheitsverstoß im Biolabor. Oh Abriegelungsprotokoll nö. eingegangen. Sobald Fitzi herkommt, stellen wir diesen Laden auf den Kopf, Wer bis er ist es fertig schafft, Fitzi? den Pinguin aus seiner misslichen Lage zu befreien. Und dann werden wir diesen Mr. Freeze in seine Einzelteile zerlegen. Ich glaube, ich komme an den Typen nicht ran. Typ über mir, kannst du nicht weggehen, damit ich den mit der Kryowaffe ausschalten kann? Weil dann vielleicht hier Kampfkünstler ausschalten, damit der mir wesentlich auf den Sack geht. Tschüss! Fledermaus greift an! Ja, ich bin die Fledermaus, die Fledermaus, ich bin die Fledermaus! Die euch auseinanderreißt. Na gut, ich reiße euch nicht auseinander, so wie. Er ist zu stark. Keine Ahnung, gibt's irgendjemanden, der Leute auseinanderzieht? Fitzi ist hier, um eure Ärsche zu retten. Oh nö. Zählt Ist der Typ Fitzi? Fitzi ist ein bisschen. Naja. Auf dem Boden. Das ging schnell. Lass doch mal das Waffenteil zu. Gar nicht nett, wenn ihr Waffen auspacken wollt. Überhaupt nicht. Lasst Waffen Waffen sein. Alle K.O. schon? Oh, ne? Guten Morgen, Sonnenschein. Wie geht es dir? Du bist der Batman. Ja, ich bin der Batman. Nein, du musst das so aussprechen wie hier. Die eine Typin, die ausgesehen hat wie Penelope Young. Sie sind der Batman. Sie wollte dramatisch klingen. Ja, das war echt lustig. Und wie ich unter Schock stehe. Ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Unter Schock? Ich habe meine Thermalhandschuhe benutzt und nicht hier die Handschuhe, die ich vom Electrocutioner habe.
Du musst, wenn schon, nicht den Details treu bleiben, ne? Und nicht einfach so Sachen erfinden. So, das geht nun wirklich nicht. Einfach hier Dinge erfinden. Nee. Er biegt sich die Realität zusammen. Kryo-Ding? Nee, aber andere Waffe. Nur andere Waffe. Nee, stimmt. Hier, jetzt. Als ich damals einen von euch verbuggt habe. Das war zum jetzigen Zeitpunkt. Da stand der hier. Ein Verbuggter. Der war eigentlich in Kampfposition, aber der hat mich nicht angegriffen. Der ist eigentlich nur um mich herum getanzt. Genau so war der Bug. Den ich da erleben musste. Ich muss die Kryoschwaden aus dem Labor ablassen, damit die Abriegelung dieser Tür aufgehoben wird. Darf ich erstmal meine Dinger auftauen? Durch die Treibhäuser führen zwei Stromleitungen. Ich sollte sie mit einem thermal geladenen Batarang ausschalten können. Ich muss die beiden Stromleitungen unterbrechen, um das Reaktorleck zu schließen. Danach muss ich den Raum von den Eisschwaden befreien. Reaktorleck? Oh, das blendet ja richtig, wenn man hier so... Der kryogenische Reaktor hat versagt. Durchbruch der Eindämmung steht bevor. Wenn man da durchläuft ohne Detektivsicht. Das blendet ja richtig. Ich hoffe, dieser Eisdampf tötet diesen Mistkerl. Ich dachte, irgendwer sollte dieses Arschloch umlegen. Hey! Was treibt ihr da? Haben wir einen Plan, der über das übliche Draufballern hinausgeht? Das Labor ist noch voll mit Kryodampf und die Lüftung funktioniert nicht. Ich denke, wir sind sicher. Wenn er es schafft, die Lüftung zu aktivieren, zieht der Dampf aus dem Raum und wir laufen aus allen Rohren ballernd rein. Ich hoffe, ihr habt extra Muni mitgebracht. Warum sind Schurken eigentlich immer so gemein? Achtung, Reaktorversagen. Bitte evakuieren. Weil sie Schurken sind. Kryogenik! Glückwunsch schicken. Das ist unsere Chance. Reinlaufen und abknallen. Ja, verschwendet eure ganze Munition. Los, ihr wolltet doch schießen. Hallo, Betsy? Ich stand da oben auf dem Dach. Hast du jetzt eigentlich irgendjemanden getroffen? Nö. Wunderschön. Ja, oh Mist, du fällst runter. Nein, du wirst eigentlich aufgehangen. An deinen Füßen. Weil an Dings aufhängen wäre ein bisschen tödlich. Also Hals. Gut, dass ich den noch gesehen habe. Mach schneller. Ratzi. Lauf, meine kleine, große, böse Fledermaus. Das widerspricht sich eigentlich total. Man kann nicht klein und groß gleichzeitig sein. Das ist eine Lüge. Der legt es echt drauf an. Aber bis ich da mal... Dann ist er doch schon längst wieder weggegangen. Ist er doch... Bis dahin schon längst wieder weg. Das hätte auch ins Auge gehen können. Das wäre mal wieder so typisch gewesen, wenn er genau dann in der Sekunde, wo ich auf dem Ankerpunkt hier gelandet wäre, sein Sichtwärmebild aktiviert hätte. Und mich dann gesehen hätte. Nee. Das ist einfach, oh Mann. Ja, oh Mann, nicht wahr? Ich werde das Teil finden und dann stopfe ich dir das Maul ab. Steht da immer noch.
Ich bräuchte einen alternativen Eingang. Ist das alternativer Eingang? Ich will den jetzt so ausschalten. Der steht da provokant. Ich muss das einfach machen. Er legt es drauf an. Ausschalten! Da will sich hier noch jemand hinstellen. Ah, schade, da war ich zu langsam. Da war ich zu langsam. Boah, jetzt geht er doch hoch. Das war's, Kumpel. Er wird uns kriegen. Was machen wir jetzt nur? Halte den Mund zu und die Augen auf. Er kann hier überall sein. Das reicht. Lass es uns beenden. Ja. Wow, das war jetzt gemein. Ich sehe ihn. Bewegt eure Arsche hier rüber. Wenn wir hier bleiben, sind wir tot. Wir müssen ihn aufscheuchen. Ihr geht vor. Ja, nicht wahr? Kaum zu glauben. Bist du eigentlich allein jetzt? Ja, du warst der Letzte. Okay, kriegst du einen Nackenhieb. Kriegst du einen Nackenhieb. Du bist der Batman. Ja, das bin ich. Jedenfalls, als ich das erstmal in den Spiegel geguckt habe. Wieso sollte eigentlich Bruce als Batman in den Spiegel gucken? Ich unter Schock stehe. Ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Ich kann auch nicht glauben, was ich da sehe. Noch drei Stück. Sicherheitsraum. Welcher? Westlich, würde ich behaupten. Ja. Mal da unten ist Süden. Und wie ich unter Schock stehe. Ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Leute, Freeze hat den Pinguin ausgeschaltet und anscheinend sogar die Fledermaus verjagt. Vielleicht lohnt es sich, auf ihn zu setzen. Red ruhig weiter so und ich trete dir dermaßen in den Arsch, dass er dir zu den Ohren wieder rauskommt. Hey, ich was? Ja nur. Es schadet nie, zusätzliche Optionen zu haben, oder? Er will ihn dermaßen in den Arsch treten, dass der Arsch aus den Ohren wieder rauskommt. Das. Wie habe ich mir das bildlich vorzustellen? Oh, funktioniert deine Knarre nicht? Oh, Kampfsportler. Ich sehe gerade mein Kuh. Du sollst auf ihn drauftreten, Betsy. Nicht hier irgendwelche Tänzchen veranstalten. So. Und halt so. Gehen wir erstmal in einen anderen Typ retten, falls Betsy mich lässt. Das ist die Tür zu Freeze Labor, aber es steht unter Quarantäne. Ich muss diese Kryodampfschwaden absaugen. Wobei, wir werden wahrscheinlich eh daran... ...bevor ich die Verriegelung lösen kann. Wieso mache ich eigentlich Fernlenkrall? Ich trage jetzt meinen Anzug. Macht der Gewohnheit, ne? Macht der Gewohnheit. So, noch einer. Oh Mann. Danke. Blüm, kalte Luft abgesaugt, einfach so.
Hättest du es nicht vorher machen können? Nein. Hättest du nicht. Waffentestlabor. Aber die haben doch gesagt, hier gibt's keine Waffen. Das war weit mehr als nur ein einfacher Unfall. Die Haut dieses Wachmanns hat dieselbe blaue Färbung wie die von Freeze. Ich sollte diesen Tatort untersuchen. Alter, was ist denn hier passiert?